Ich heiße Marvin Bootsmann, bin 24 Jahre alt und ich freue mich, bei Rapid zu sein. Ja, hallo Marvin, herzlich willkommen beim SK Rapid. Du bist heute den ersten Tag mit deinen neuen Mannschaftskollegen zusammen. Wie sind so die ersten Eindrücke? Ja, durchwegs positiv, muss ich sagen. Also, ich bin super von der Mannschaft aufgenommen worden, gleich am ersten Tag. Und ja, muss sagen, es ist sehr, sehr schön da in Wien. Und ja, ich freue mich, ein Teil von Rapid zu sein. Als Gegner warst du ja schon öfter hier in Hütteldorf. Welche Erinnerungen verbinden dich mit dem Stadion hier? Ja, mit Sturm haben wir, wie gesagt, schon öfters da gespielt. Waren immer sehr hitzige Partien und war immer eine grandiose Stimmung. Und ja, auf das freue ich mich natürlich, dass ich dann jedes zweite Spiel hier spielen darf. Und freue mich schon unglaublich auch auf die Stimmung hier. Der Grund, warum du erst heute das erste Mal bei deinen neuen Mannschaftskollegen bist, ist erfreulicher. Du warst im Nationalteamkader einberufen von Franco Foda. Ja, es war halt die Krönung vor der letzten Saison, muss ich sagen. Und es war ein super Erlebnis, mal zu sehen, mal ein bisschen abzumessen mit den ganzen international spielenden Stars, kann man sagen. Und ja, da habe ich gesehen, was noch fehlt oder was schon da ist im Endeffekt. Und ich glaube, hat mich nicht so schlecht angestellt. Mit der Rückennummer 19, gibt es einen speziellen Grund, warum du die gewählt hast? Nein, nicht wirklich. Der habe ich seit Krödig. Also in Krödig habe ich die Nummer 19 auch schon gehabt und ist bis jetzt nicht so schlecht gelaufen, muss ich sagen, mit der Nummer 19. Und deswegen habe ich mich auch wieder entschieden, diese Nummer zu nehmen. Es geht jetzt so richtig los, dann mit Trainingslager und Co. Was hast du da vorgenommen für die ersten Tage und Wochen bei Rapid? Ja, ganz klar, dass ich mal eine finde in die Mannschaft, dass ich mein Bestes gebe natürlich in jedem Training, damit ich mich beim Trainer auch anbiete für die Startelf. Und ja, das ist auch mein Ziel, dass ich Startelf-Spieler bin und gute Leistungen für den Club bringen kann und werde. Ja, warst jetzt gerade beim Fotoshooting, auch für unsere berühmten Torjubel-Videos. Du hast ein bisschen gebraucht, unter Anführungszeichen, bis der Motiv eingefallen ist. Warum schießt du so wenig Tore? Ja, es waren schon mal mehr, muss ich sagen. Aber ja, Torjubel ist bei mir eigentlich immer spontan. Ich habe da keinen generellen Torjubel. Und ja, ich hoffe, dass ich es diese Saison ein bisschen öfter machen kann.